denen der Fastende einmal gegessen hat. Schmilzt das Fett, werden diese alten Gefühle gleichsam wieder freigegeben. Schrank spricht in diesem Zusammenhang gerne von Gemütsmüll. Immer wenn ich ins Fasten hineingehe, rücke ich ein Stück weit diesen innerseelischen Dingen näher. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Darm. Sowohl Schulmedizin als auch Naturheilkunde bestehen darauf, dass der Darm während der gesamten Fastenzeit regelmäßig entleert wird. Abgefüllt wird mit Bittersalz oder Rizinusöl, aber auch Einläufe sind ein probates Mittel. Und tatsächlich, die gründliche Darmentleerung hat Folgen. Gastroenterologe Martin Reitner. Die eigentliche Verdauungsarbeit wird sich reduzieren, der Darm wird ruhiger sein, er braucht nicht so viele Kontrollen.